Leise findet einen freien Platz, weil der Vortrag fängt jetzt an. Es geht um die Domain Name System, ein hierarchisches, dezentralisiertes Namensystem, das in den letzten 30 Jahren benutzt. Es ist von Hannes Minard, der bei TLS und OTR mitarbeitet und Kaffee mag. Oder ein Kaffee-Nerd ist. Eine große Runde Applaus für ihn, bitte. Thank you. Danke. Ich bin Hannes und ich möchte über den Domain-Namensystem reden. Das ist ein Teil des Grundlagentracks in diesem hier. Wenn ihr schon viel über den S wisst, dann werdet ihr wahrscheinlich nichts Neues lernen. Und wenn ihr schon einiges wisst, wenn ihr noch nichts wisst, dann hoffe ich, dass ich es euch erkläre. Worum geht DNS? Die Grundlage von, das Ziel von DNS ist, menschenlesbare und menschenlernbare Hostnamen, IP-Adressen zuzuordnen. Das ist das Einzige, was DNS macht. Das heißt, im Endeffekt ist es ziemlich ähnlich zu einem Telefonbuch. Vielleicht erinnert ihr euch an eine Sammlung von Papieren oder ein großes Buch, wo man Menschennamen suchen kann und dafür eine Telefonnummer zu finden für einzelne Städte. DNS ist nicht so statisch wie ein Telefonbuch und ist dezentralisiert organisiert. Das heißt, wir können Updates viel schneller und häufiger einspielen. Wir haben ein dezentralisiertes und hierarchisches Ableitungssystem, sodass Leute, die ein Domainname haben, ihren eigenen Eintrag ändern können. Und DNS wird in vielen Anwendungen benutzt, überall im Internet. So, wir haben ein Kommandozeilen-System, das nennt sich Host auf den meisten Unix-Betriebssystemen. Und wenn man jetzt Host von, in diesem Fall, events.ccc.de eintippt, das ist die Hauptwebsite, dann kriegen wir eine Antwort von diesem Programm. Und dieses Programm benutzt DNS, also das Protokoll, worum dieser Vortrag geht, und sucht einen Eintrag dafür. Natürlich können das natürlich auch schief laufen, wenn der Name überhaupt nicht existiert. Aber in diesem Fall wird events.cc.de einer IP-Adresse zugeordnet. 195.54.164 und so weiter. Was macht DNS noch? DNS ist ein IETF, Internet Engineering Task Force. Das ist die grundlegende Internetorganisation in einer Reihe von Anträgen spezifiziert. Beginnt mit 1052, die die Grundlagen für das Protokoll, wie man Domainnames zu IP-Adressen umwandeln kann, gelegt hat. DNS hat sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt. Vielleicht, das könnt ihr hier sehen, und DNS ist heutzutage 20, 30, vielleicht sogar 40 unterschiedliche RFCs, also Anfragen für Kommentare. Im Endeffekt werden immer noch dieselben Grundlagen benutzt. Und da DNS in den letzten 30 Jahren benutzt wurde, die ganzen letzten 30 Jahre, vermute ich, dass wir es weiter 50 weitere Jahre benutzen werden. Ich glaube, dass wir DNS nicht überleben werden. DNS wird immer noch da sein, wenn wir sterben. Und das ist, weshalb DNS für mich wichtig ist. DNS ist ein dezentralisierter Daten-Key-Speicherort, der vor 30 Jahren spezifiziert wurde. Es gibt ein hierarchisches Namenssystem und es benutzt Weiterleitung, Delegation, um einen dezentralisierten Aspekt zu beinhalten. Es hat integrierte Redundanz und integriertes Caching in dem Protokoll selber. Lass uns mal anschauen, wie die Namen im DNS aussehen. Wir sehen events.ccc.de und das Namenssystem ist hierarchisch. Das heißt, es gibt eine Baumstruktur. Wir haben eine Wurzel hier oben. Alle Informatiker haben Bäume mit Wurzel oben. Und darunter haben wir die Top-Level-Domain, zum Beispiel DE und .org und weitere hochlevelige Domains. Und danach haben wir Zweitlevel-Domains, wie zum Beispiel CCC oder viele andere, jetzt bei dem nicht näher definierten Branch. Und darunter haben wir Events, also den Events-Domain. Wir haben eine baumartige Datenstruktur. Jeder Domain-Name, zum Beispiel events.ccc.de, hat
eine Reihe von Labels oder Einträgen, die von Punkten mit Punkten getrennt werden. Das DNS-Protokoll weiß, was ist die oberste, der oberste Domainname ist DE, und dann haben wir eine zweites Domainname, eine zweitschichtigen Domainname ccc.de, und dann haben wir die dritte Schicht events.ccc.de. Jedes kann nur alphanumerische Buchstaben A bis Z, 0 bis 9 und Minus beinhalten. Aber Minus darf nicht mit Minus anfangen. Die Länge darf nur zwischen 1 und 63 Charaktere lang sein. Und der maximale Länge von dem Text, von der Gesamtlänge, ist 253 Buchstaben lang. So, events.cc.de darf maximal 253 Buchstaben lang sein. Der Domainname ist nicht Groß-Kleinschreibungsabhängig. Das heißt, egal wie er das schreibt, kriegt immer die gleiche Antwort, wie man die Groß-Kleinschreibung setzt. Dein Computer fragt einen Service und fragt da an, was ihr das haben möchtet. Da kriegt ihr einen Namen, den wir sehen, einen Typ und eine Klasse. Der Antwort beinhaltet dieselbe Information, den Namen, den Typ und die Klasse, aber außerdem wird auch noch die Lebensdauer, die Länge und das Datenfeld übermittelt. Das Datenfeld wird unterschiedlich interpretiert, je nachdem, welcher Typ das Ganze hat. Der Time to live ist die Anzahl von Sekunden, wie lang dieses Wert gecached werden darf. Das heißt, wir haben inkludiertes Caching und wie lange Caches gültig sind. Was sind die unterschiedlichen Typen? Wir haben einen A-Address, den haben wir gesehen. Das ist ein A-Record. Dann haben wir aber auch noch andere Typen, wie zum Beispiel Name-Server, der NS benannt wird, und den Start of Authority, SOA. Die Klassen, die wir hier oben gesehen haben, ein Triple, wo wir den Namen und den Typ jetzt schon definiert haben, die Klasse ist in der Regel Internet. Das ist das Einzige, was wirklich benutzt wird in den heutigen Netzwerken. Aber es gibt noch andere. DNS irgendwo damals definiert wird, es gibt irgendwie so ein Chaos-Net, aber das wird einfach nicht mehr benutzt. Wie sieht ein DNS-Paket aus? Wir haben eine Anfrage, ein Request, das ist dieses Triplet, und die Antwort ist eine Liste von diesen Triplets und die anderen Daten. Ein DNS-Paket hat einen Header, der 12 Bytes groß ist. Das ersten 2 Bytes ist eine Transaktions-ID, eine Nummer. Sendet der Client einfach an den Server. Dann haben wir 16 Bits, die Flags, Operationscode und Rückgabewerte beinhaltet. Und dann haben wir 4 2-Byte, 4 Ilder, die unterschiedlichen Anzahl von Fragen und Antworten beinhaltet und die Fragen von Zusatzinformationen. Und danach haben wir beliebig lange Felder mit diesen Dingern, also eine beliebige Anzahl von Fragen, also dieselbe Anzahl wie oben definiert, die Antworten, die Autoritäten und dann zusätzliche Informationen. Jedes dieser Fragen ist dieses Triplet. Und alle anderen Felder ist diese ganze Struktur. So, wie sieht jetzt, wir haben einen Host-Befehl gesehen. Jetzt haben wir einen anderen Befehl, den nennen wir DIG. Der wird benutzt, um die Bug-Informationen oder um sich den S-Paket näher anzuschauen. Wenn ich jetzt in meinen Laptop DIG von A, der Anfragetyp A, das heißt, ich möchte herausfinden, welche IP-Adresse hinter events.ccc.de steht. Das ist ein A-Record, das heißt, ich möchte den Adressinformationen bekommen und ich frage jetzt nicht meinen normalen Domain-Server, sondern diesen spezifischen, das ist dieser ns.cccv.de. Das ist ein autorativer Name-Server für diese Domain. Dann kriege ich diese Antwort zurück. Also das ist eine Texterklärung. Ich benutze das DNS-Protokoll im Hintergrund und hier sehe ich die Antwort,
zurück. Zuerst kriege ich noch meine Kopie der Anfrage, events.ccc.de. Ich frage nach Internetadressen und ich benutze den Typ A. Das heißt, ich möchte einen Adressrekord haben. Außerdem kriege ich eine Antwort, events.ccc.de, 600 Sekunden, Dauer, Gültigkeit. Die Klasse ist in, der Typ ist A und dann kommt der wirkliche Inhalt. Und das ist diese IP-Adresse, die wir früher schon gesehen haben. Dann kriege ich zusätzliche Informationen. Die autoritative Sektion kriege ich, welchen Name-Services verantwortlich sind. Das heißt, für events.ccc.de kriege ich auch eine Überlebensdauer und dann einen Name-Server-Antrieb. Das eine ist ns.ccv.de. Und der andere ist ns.ccc.de. Da kriege ich noch zusätzliche Informationen. Hauptsächlich, dass ns.ccv.de auch eine IP-Adresse hier unten hat. Okay, also wie funktioniert diese Delegation? Wie funktioniert dieses System? Well, first of all, you need to set up your name service. Okay, also zuerst müssen wir den Name Service aufsetzen für eine spezifische Domain. Das heißt, man muss in diesen Name Server einen bestimmten Eintrag einfügen und einen Start of Authority Record, also einen Eintrag. Für die Subdomäne, die man eintragen will, die muss man in die Domäne, zu der es dazugehört, eintragen. Delegation that now my name servers are responsible. Das bedeutet, man muss da eintragen, dass jetzt mein Name Server für diese Unterdomains zuständig ist. Well, it consists, so if you jetzt schauen wir uns diesen SOR Record Type genau an. Also Start of Authority, Beginn der Autorität. Im Antwortteil, da kommt events.ccc.de, dann die Gültigkeit, Typ und Start of Authority. Da drin ist als erstes der Name Server, wo die Information herkommt. Dann die E-Mail-Adresse, wo das erste Add, da ist stattdessen ein Punkt drin. Das ist die E-Mail-Adresse, die dafür verantwortlich ist, für diese Zone. Und der Start of Authority hier ist sehr hoch. Und darunter dann die Zeiten, zu denen diese Information neu geladen werden soll. Wenn man dann fragt, was sind die Name-Servers von events.ccc.de? Wir haben das vorher schon in der Autoritätssektion gesehen. Also, und in der Antwort kriegt man dann zwei Name-Server zurück und in den zusätzlichen Informationen steht die IP-Adresse. DNS works that you have now a service and servers have some delegation and the also, wir haben jetzt Servers. Servers haben Delegation, also Delegations. Und da gibt es eine Wurzel dazu und die gehören zu IANA. Und die wissen, was die Wurzel-Name-Servers sind. Okay, jetzt wie funktioniert diese Wie funktionieren diese Auflösungsservices? Wir schauen uns jetzt den iterativen an. Also das Kommando dazu oder die API dazu heißt getHostByName. Und wenn wir da fragen nach events.ccc.de, dann sendet er eine Anfrage an diesen Auflösungsservice. Und wir fragen nach dem Typ A und nach der Domäne events.ccc.de. Was tut dieser Auflöser jetzt? Wenn jetzt dieser Auflöser gar nichts weiß, außer wo die Wurzeln-Name-Server sind, und dann fragt er den Wurzeln-Name-Server, wer ist verantwortlich für die DE-Root-Name-Service? Der sendet zurück ein paar Name-Servers. Dann fragt der Auflöser einen dieser Name-Services, wer ist denn verantwortlich für ccc.de? Dann kriegt er andere Name-Servers zurück und dann fragt er einen von denen, wo ist denn der A-Eintrag von events.ccc.de? Dann kriegt der Auflöser die IP-Adresse zurück und schickt sie zurück an den Client.
That's how an iterative resolution. So funktioniert die iterative Auflösung von Domains. Euch wird aufgefallen sein, dass es eine ganze Menge Pakete von dem Auflöser zu verschiedenen Hosts ging. Und diese Hosts haben nur Namen und keine IP-Adressen hier. Also woher weiß der Auflöser das? Wie man die erreichen kann? Und die Lösung ist, das sind Glue, also so also, falls die Nameservices innerhalb der Server. So, since events.ccc.de since the name also, der Nameserver für cccv.de ist auch verantwortlich für ns.ccc.de. Dann muss er auch dazu sagen, was die IP-Adresse von diesem Nameserver ist. Und dadurch ist es möglich, dass der Auflöser weiß, wen man dann fragen muss. Die iterative Auflösung, die ich jetzt da gerade gezeigt habe, hat Query Name Minimization, also Abfrage Pfadminimierung verwendet. Und das ist ein Privatsphären-Feature. Und zwar haben wir nicht an den Root-Server die gesamte Adresse geschickt, sondern nur die Top-Level-Domain, also .de, nach der wir gesucht haben. Einige Auflöser haben dieses Feature. Das ist ein Privatsphären-Feature, weil wenn wir das nicht haben, dann wüsste der Root-Server genau, wo wir welche Adresse wir versuchen aufzulösen. So, wie sieht Caching aus? Also, jeder Auflöser bekommt diese Gültigkeitsdaten und kann dadurch diese Daten cachen und kann die dann verwenden in späteren Anfragen. Also, der Setup sieht normalerweise so aus. Ich habe hier meinen Laptop, dann habe ich meinen Router. Da ist ein weiterleitender Auflöser und der schickt einfach alle Anfragen direkt weiter zum Beispiel zu dem Nameserver, der dem ISP gehört, also dem Internet Service Anbieter. Und der fragt dann die Name Services, die Autorität haben. Das ist ein ganz typischer Setup hier. Die Alternative ist, dass eben mein Router nicht den ISP nachfragt, sondern einfach direkt die iterativen Anfragen stellt. Also, es gibt mehr als noch nur die drei die Eintragstypen, die ich gerade gezeigt habe. Also ein paar praktische, die wir häufig verwenden. Zum Beispiel gibt es eine Art, wie man Aliases, also Zweitnamen sozusagen, einführen kann. Also zum Beispiel kann man eine Weiterleitung einrichten von foo.example.com mit dem CNAME-Typ. Und jetzt, unabhängig von dem Resource Record Type, nach dem wir gefragt haben, mit diesem CNAME-Entry, wird diese Weiterleitung eingerichtet. Also von foo.example.com kriegen wir dann bar.example.com. MX ist ein anderer Typ für E-Mail. Und dann gibt es noch die Vierfach-A-Einträge. Die sind für IPv6, also Version 6 des IP-Protokoll-Adressen. Also einfach für IPv4 und vierfach für IPv6. TXT ist für Textdaten. Das für eine ganze Bandbreite von Protokollen wird das verwendet. EDNS ist ein Erweiterungsmechanismus. Das bedeutet, innerhalb von dem Protokoll gibt es einen Erweiterungsmechanismus, was sehr interessant ist und ziemlich schön. Weil diese Protokolle, die werden über Zeit verwendet und was immer ganz wichtig ist, dass man rückwärtskompatibel ist, weil es einfach wahnsinnig viele Auflöser da draußen gibt. Und deswegen, was man auf jeden Fall vermeiden will, ist eben, dass es zu Inkompatibilität kommt. Und
DNS wurde vor langer Zeit entwickelt. Und ab nächstem Jahr soll eDNS flächendeckend akzeptiert werden. Okay, also Transport. Also DNS wird über UDP verschickt. Man kann das auch über TCP verwenden. Das ist normalerweise für, wenn das, wenn die Antwort zu groß ist für UDP. Wenn es zu groß ist, dann wird es eben abgeschnitten nach, sagen wir, 512 Bytes. Und in dem eDNS-Header würde dann stehen, oh, diese Antwort ist abgeschnitten. Und dann muss der, der die Nachfrage gestellt hat, eben nochmal nachfragen. Für TCP muss man eben eine ganze TCP-Sitzung aufbauen. Also für TCP ist es ganz ähnliches Format, nur dass da ganz am Anfang die Gesamtlänge des Pakets steht. eDNS kann auch die, die maximale Größe des UDP-Pakets mitschicken. Okay, noch etwas mehr zu DNS. Also, wenn man eine zweite Level-Domain einrichten möchte, dann muss man mindestens zwei Nameservers haben, die, die Autorität haben, die in unterschiedlichen IP-Netzwerken laufen, damit man Redundanz hat. Das liegt daran, dass, dass eben einer von den zwei immer ausfallen könnte. Und dann muss es eben einen anderen geben, damit Clients immer diese Adresse auflösen können. Und wenn wir jetzt mehrere Instanzen dieser Daten haben, dann, also es gibt einen Zonentransfer in dem Protokoll selbst. Dieses Zonentransfer verwendet Seriennummern, um herauszufinden, ob ein Zonentransfer überhaupt nötig ist. Und verwende dafür auch einen Teil der Timer in dem Start of Authority. Auf diese Art können wir eben Synchronisierung und auch Redundanz haben. Also, wir können auch dynamische Updates machen, damit wir nicht jedes Mal unsere Server neu starten müssen, wenn wir sie neu konfigurieren. Und also zum Beispiel kann man dann sagen, bitte füge diese Domainname mit dieser IP-Adresse hinzu oder entfernen sie. Also für die Synchronisierung haben wir diese Timer und es gibt auch einen Benachrichtigungsmechanismus. Also der primäre Server macht die dynamischen Updates und benachrichtigt den zweitrangigen Nameserver. Übrigens, die Seriennummer meines Eintrags hat sich erhöht. Bitte update deinen Eintrag auch. Und wenn man eben diese Updates machen kann, dann soll das nicht jeder können. Dafür gibt es eben einen Authentifizierungsmechanismus, der heißt TSIG und verwendet normalerweise ein HMAC-Geheimnis. Und das muss eben im Vorhinein geteilt sein mit dem Server. Oder man kann Diffie-Hellman Schlüsselaustausch verwenden. Man kann DNS verwenden, um für Load Balancing. Wenn man mehrere Adressen für den gleichen Namen einträgt, dann wird der Nameserver die zurückgeben, aber in einer zufälligen Reihenfolge. Und der Client kann dann sich raussuchen, welche er davon nimmt. Das kann der erste nehmen oder wieder einen zufälligen. Und das heißt, wenn man zwei Einträge hat für den gleichen Domainnamen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwa die Hälfte der Clients die eine Adresse verwenden und die andere Hälfte die andere Adresse, ist ziemlich hoch. Das nennt man auch DNS Round Robin. Weitere DNS-Features. Wir haben noch ein paar DNS-Features, die noch nicht
notwendig sind. Wir haben dieses DNSSEC, das auch nur die Informationen zwischen dem autoritativen Resolver und dem autoritativen Nameserver absichert. DNS wird auch in Multicast-Situationen für Service Discovery benutzt, wie zum Beispiel Rendezvous oder ZeroConf. Das wird auch auf DNS, ist auch DNS-basierend. DNS kann auch Internationalisierungen verwenden. Man kann internationalisierte Top-Level-Domains benutzen. Dafür benutzen wir ein Punicode-Enkodierung. Was sind Angriffe auf DNS? Was sind Herausforderungen? Das eine ist Zensierung. Jeder, der einen DNS-Server laufen lässt, kann nach Domain-Names filtern. Oder wenn der DNS-Resolver des Kunden, wie zum Beispiel der von Google oder der von AT&T oder von Cloudflare, die können an dem zentralen Punkt herausfiltern, welche Domain-Names nicht weitergegeben werden, welche sie nicht weitergeben wollen. Und sie können zum Beispiel keine Antwort für Domain-Names geben, die sie nicht mögen. Zum Beispiel libgen.org, Library Genesis ist einer von dieser problematischen Seiten. In manchen Ländern gibt es auch Menschen oder manche Regierungen wollen filtern, wollen gewisse Webseiten filtern und sie machen das dadurch, dass sie Leute, die Internet Service Provider dazu zwingen, gewisse Sachen zu filtern oder diese Domain Names zu filtern. Da DNS standardmäßig ist es möglich, dass ein Angriff im lokalen Netzwerk einfach eine Antwort mit vielen einfach viele Antworten senden und vielleicht ist er dann auch mal schneller als andere. Das heißt, diese kleine, geringe Entropie, wir haben nur 16 Bits im Header als Transaktions-ID und außerhalb kann man, wenn überhaupt, ein bisschen Entropie heraus dadurch kriegen, dass wir die Groß-Kleinschreibung des Domain-Names verändern. Aber das ist es. Man kann auch ein bisschen mit dem mit dem Quellport spielen, um noch mehr Entropie zu bekommen, aber das machten wenige Menschen. Ein weiteres Problem ist, dass Benutzernachverfolgung verfolgt werden können. Wenn man einen zentralen Resolver hat, dann sieht man viele Informationen von vielen Menschen. Man kann die Menschen nachverfolgen. Das heißt, man weiß, welche Domain-Names da sind, welche nachgefragt werden und so weiter. Ein weiteres Problem ist, dass das gefunden wurde. In den S ist das Verstärkungsangriffe, sogenannte Verstärkungsanfrage. Die Idee ist, dass man die DNS-Anfrage in der Regel relativ klein ist, einen kleinen Header, der nur den Domain-Name und den Typ und die Klasse beinhaltet. Aber die Antwort, die kann unter Umständen sehr groß sein, insbesondere wenn man DNSSEC verwendet, eine kryptografische Signatur dabei verwendet und die verbinden der Unterschied zwischen den Antworten, die gesendet werden und die zurückkommen, da ist sehr groß. Und man kann die IP-Adresse fälschen, man kann einen Resolver mit einer falschen IP-Adresse mit sehr vielen kleinen Paketen anfragen und der DNS-Server wird dann antworten auf diese gefälschte IP-Adresse mit sehr vielen großen Paketen. Das heißt, man kann seinen Angriff verstärken. Das heißt, anstelle des man Pakete direkt zum Ziel sendet, kann man sie über einen DNS-Resolver weiterleiten und der wird sie verstärken. Und es wird das alles zum Opfer hinschicken. DNS über TLS ist noch eine Privatsphärenverbesserung. Es ist eine spezifiziert in diesem RFC 7858 und das ist eine Verbindung mit dem Caching, mit dem Caching-Resolver und dem autorativen Resolver. Man muss das Zertifikat von dem Zwischenresolver überprüfen und man muss ihm vertrauen, keinen Man in the Middle zu haben. Und es führt dazu, dass es nicht so einfach modifiziert werden kann. Das heißt, wenn man in einem Land ist, wo DNS zensiert wird, kann man zu einem anderen DNS-Server sich verbinden und das über TLS machen. Und dort ist dann eventuell DNS nicht mehr gefiltert. Das heißt, vielleicht kennen wir Leute, so die iterative DNS-Server laufen lassen.
und die man besser vertrauen kann, die in Ländern sind, wo man dem besser vertrauen kann. Jetzt kommen wir zum Ende. Ich werde jetzt noch mal kurz über Mirage OS, ein Betriebssystem, reden, das einen sehr kleinen Angriffsziel hat und weniger Angriffsvektoren als ein normales Unix-System und es in einer funktionalen Sprache definiert. Okay. Und die Frage, wie passt das zusammen mit DNS? Na, ich habe in den letzten Jahren den DNS-Server und Antworter inklusive dynamischer Updates, Authentifikation mit EdgeMAC-Sicherheiten, auch mit über Let's Encrypt, von anderen Leuten haben das implementiert und das habe ich integriert. Und wir haben persistent Speicher in einem Git-Storage und wir können das Let's Encrypt-Zertifikate ausrollen durch die DNS-Challenge. Das heißt, man kann ein DNS-Zertifikat von Let's Encrypt bekommen. Wie funktioniert das? Naja, die Idee ist, wir beginnen mit einer virtuellen Maschine oder ein Mirage OS Unikernel mit einem statischen Seed mit einem privaten Schlüssel und dem HMAC-Geheimnis. Und der generiert den privaten Schlüssel von diesem statischen Seed und generiert ein Certificate Signing Request. Dann fragt es das Zertifikat von einem DNS-Server an. Das benutzt einen anderen Typ, TLSA, das beim DNS-Projekt spezifiziert ist. Und wenn es das findet und der private Schlüssel passt und das Zertifikat immer noch gültig ist, dann machen wir weiter und können zum Beispiel einen Mail-Server machen. Und wenn es nicht gefunden wird, dann wird das Zertifikationssignalierungs-Request zum DNS-Server hochgeladen und der DNS-Server wird dann regelmäßig gefragt, ob er ein Zertifikat ausstellen kann. Und zwischendurch macht ein anderer Unikernel, der den DNS-Server macht, der wird informiert und er fragt mit Let's Encrypt und versucht, dieses Zertifikat zu bekommen. Das ist, wie ich meine Ausrollen von DNS und selbst signierten Zertifikaten, Let's Encrypt signierten Zertifikaten durchführe. Ich bin jetzt am Ende des Vortrages, um nochmal kurz zusammenzufassen. DNS ist vielseitig eingesetzt und ich glaube, dass es noch mindestens weitere 50 Jahre benutzt wird. Es ist redundantes, federiertes Datenwertspeicherprotokoll und es hat Caching und Authentifikation und ist also ein sehr komplexes, aber auch sehr vollständiges Protokoll. Soweit ist es jetzt von mir. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr die entweder in den Mikrofon stellen oder auf Deutsch im IRC senden. Das war Hackend und dort den Kanal Hashtag 35C3-Hall-C. Ich brauche die Fragen. Microphone number one. Ja, I got a question regarding Mirage OS. Okay, ich habe eine Frage über Mirage OS. Was sind eure Pläne für 2019? Da gibt es wohl ein neues Release von Herman. Was sind eure Pläne? Ein bisschen neben der aktuellen Frage, aber wir werden uns nächstes Jahr nochmal treffen und wir haben ein paar Ideen, wie man das mit DNS integriert und automatische Let's Encrypt Sachen und ich möchte so ein paar DHCP Sachen da integrieren. Ja. Was wären die Vor- oder Nachteile von DNS für Load Balancing im Vergleich mit anderen Load Balancing, zum Beispiel H-Proxy? Naja, bei einem Proxy hat man am Ende einen einzelnen Punkt, der die ganze Last handeln muss. Das ist, alle Verbindungen laufen darüber. Bei DNS-basierten Load Balancern kann man einfach eine Reihe von Servern anbieten, die alle einen Teil der Last bekommen. Aber bei einem Load Balancer mit einem Proxy davor hat man den Vorteil, dass man einen einzelnen Punkt hat, wo alle Verbindungen durchgehen. Und wir haben eine zentrale Instanz. In einigen Situationen ist DNS Round Robin nicht wirklich sinnvoll, aber in anderen ist es das. Das heißt, wenn man einen gemeinsamen geteilten Status haben muss, dann sollte man vielleicht besser einen Proxy benutzen und
damit hat man einen geteilten State. Aber wenn man keinen geteilten Status hat, zum Beispiel eine statische Webseite hat oder einen statischen Server, dann kann man den S-Round-Robin benutzen und man verliert gar nichts. Hi. Hallo. Letztes Mal, als ich von Techniken gehört habe, wie DLOH, also DNS über HTTP, was sind da die Vor- und Nachteile? DNS über HTTP ist jetzt eine Erweiterung, wo man nicht UDP oder TCP verwenden muss. Das heißt, wir können DNS direkt über HTTP verwenden. Und das ist ein Vorteil, weil man HTTPE sprechen muss. Und wenn man JSON mag, dann geht das sehr gut. Aber es führt auch zu ein paar zusätzlichen, zu mehr Arbeit und zu mehr Daten, die übertragen werden müssen. Das heißt, man muss eine HTTP-Anfrage schrinken muss und es gibt mal Vorteile und Nachteile von unterschiedlichen Situationen und die DNS-Arbeitsgruppe diskutiert gerade diese ganze DNS über HTTP-Situation. Das heißt, ein großer Nachteil davon ist, dass normalerweise bei DNS UDP verwendet wird. Man hat eine sehr geringe Verzögerung. Aber wenn man TCP verwendet, dann müssen wir erst eine Verbindung aufbauen. Dann haben wir eine ziemlich große Roundtrip-Zeit, wo wir Daten verlaufen muss, bevor die Daten gesendet und empfangen werden können. Das Internet fragt, weißt du, ob es irgendwelche DNS-Erweiterungen gibt, die hilft, bei einem Callsign zu einer Domain-Name zu übertragen? Of course. Also, weißt du, ob es DNS-Erweiterungen gibt, die für Ham Radio praktisch sind? Leider weiß ich das nicht, aber es gibt ja die Internetautorität für Namen von Zahlen, die haben allen Ressource-Rekordtypen designt und es gibt eine zentrale Liste und man kann sich die anschauen und vielleicht findet man dort die Erweiterung, die man haben möchte. Still time for more questions, so please get out of your seat if you have a question. There will be time for your question as well. Question from microphone number 2, please. My question is about. Hallo. Meine Frage ist über GeoDNS. Zum Beispiel, wenn ich zu Wikipedia mich verbinden will von Singapur oder aus Europa, dann werde ich verbunden mit einem anderen Datencenter. Wie funktioniert das? DNS hängt davon ab. Das heißt, man kann zum Beispiel einen DNS-Server so einrichten, dass es ein Anycast-Node ist. Das ist eine Routing-Erweiterung, ein Routing-Mechanismus, dass dieselbe IP-Adresse an unterschiedlichen Orten ankommt und der nächste wird benutzt. Das heißt, wenn wir diesen Mechanismus benutzen, dann können wir ein Rechenzentrum in Singapur haben und eins in Europa, die dieselbe IP-Adresse für den Name-Server benutzen. Aber im Singapur-Rechenzentrum wird eine IP-Adresse aus Singapur ausgesendet und die europäische sendet eine europäische IP-Adresse aus. Eine Idee für dieses IDNS-Flag für nächstes Jahr ist, das auszurollen und zu versuchen, dass man als Client zusätzliche Informationen in die Anfrage senden kann über die eigene IP-Adresse. Das heißt, wenn man auf dem Server weiß, dass der Client in Europa ist, dann kann man ihn als Server mit einer europäischen Adresse beantworten. Das gibt unterschiedliche Mechanismen und man muss das herausfinden und auswählen, welcher genau passt. Könntest du ein bisschen erklären, wie die DNS-Tunneling-Attacks funktionieren? Also wie kann man da Informationen aus Organisationen heraus extrahieren? Ja, da habe ich jetzt, also darüber, wie man Daten herauskriegt, habe ich nicht viel geredet, aber da DNS diese Domain-Names benutzt, kann man in einer Anfrage ziemlich viel Informationen reinschreiben. Das heißt zum Beispiel den Domain-Name und einen automatisch generierten Domain-Name und irgendeinen Inhalt da reinschreiben und damit kann man ein bisschen Daten von einem Client oder von einem Client-Netzwerk heraus zu einem Server senden. Das ist sehr interessant, wenn man in einem Szenario ist, wo der Client überhaupt nicht mit der Außenwelt
kommunizieren können, aber DNS wird durchgelassen und DNS funktioniert auch durch Proxys hindurch. Das heißt, wir können da Daten heraussenden. Außerdem gibt es sogar Implementationen, die IP über DNS sprechen. Das heißt, wenn man in einer Situation ist, wo wir zum Beispiel in einem WLAN-Hotspot sind und wo aller Internetzugang verboten ist und wir muss Geld dafür bezahlen, aber DNS immer noch durchgeht, dann kann man, wenn man den Server kontrolliert und den Client kontrolliert, dann kann man über DNS darüber kommunizieren, über diesen nicht bezahlten WLAN-Hotspot. Wir haben fast keine Zeit mehr, wir haben noch zwei. Hallo, wie nützlich ist DNS dafür, Zertifikate für andere Protokolle wie TCP zu transportieren? Ich finde, es ist sehr sinnvoll, wenn wir DNS eine Vertrauensstruktur hätten. Wenn wir DNS benutzen und wir einen vertrauten Server haben, dann können wir alle anderen Zertifikate über DNS versenden. Die Dane Arbeitsgruppe arbeitet an dieser Erweiterung und der schwächste Punkt aktuell ist, dass DNSSEC noch nicht ausgerollt oder noch nicht üblich ist. Viele benutzen es einfach nicht. Also das Internet fragt, was hältst du davon, DNS-Services von großen Konzernen wie Google oder Cloudflare zu verwenden? Ja, das sollte man aber nicht benutzen. Es gibt unabhängige DNS-Resolver, die von nicht profitorientierten Organisationen, die auch ein paar Datenschutzrichtlinien und Gesetze haben, die nicht mitschreiben. Also ich würde einfach empfehlen, diese 1.1.1.1 Server oder 8.8.8.8 Server, 999 Server einfach nicht zu benutzen. Benutzt diese zentralisiert organisierten DNS-Resolver nicht, weil da bezahlt man nur mit seinen Daten. Die Organisation kriegt alle Daten. Aber was ihr machen sollt, ist ihn für seinen Vortrag bedanken. Und damit verabschieden wir uns auch aus der Übersetzung.